wir natürlich auch eine Besonderheit an für unsere Gäste. Wir nehmen die Leute mit zu Wildtierbeobachtungswanderungen. Dadurch, dass ich selber Jäger bin und hier im Ort ein Revier habe, ist es natürlich relativ einfach, die Leute in möglichst kleinen Gruppen mitzunehmen, wo sie dann ihre Fotokünste mit ihren eigenen Fotoapparaten ausprobieren können. Es kommt recht gut an bei den Leuten. Die Natur belohnt uns damit, dass wir mit Geräuschen, mit diversen Tieren und Vögeln plötzlich wieder in Kontakt kommen. Und das ist ganz gut so. Wir werden mit dem Auto einmal einen Teil fahren, damit wir wegkommen von den Straßen auf die Forstwege. Im Forstweg ist es ganz wichtig, dass ihr ganz knapp hinter mir geht, dass ihr versucht, alle Zweige, alle Äste möglichst nicht zu betreten, weil wenn das knackt und laut wird, das Wild hat in etwa ein 10 bis 12 Mal besseres Gehör als der Mensch. Und wenn wir das lange nicht hören, hat uns das lang schon gehört und in den Wind und wir können getrost wieder nach Hause fahren in die Stube. Also äußerste Vorsicht ist geboten und im Wald gilt es, absolute Ruhe zu bewahren. Wir werden das schon hinkriegen. Ja, wir werden jetzt einmal losstarten. Dafür haben wir uns ein paar verschiedene Standorte ausgesucht. Wir werden einen Hochsitz, der so auf 6 bis 8 Metern auf einer Kanzel auf 2 Bäumen oben ist, besteigen. Es ist ein bisschen windig heute, also da ist Schwindelfreiheit gegeben und Angst soll man nicht mithaben. Jagd ist es so, wir können hier bejagen Rotwild, Rehwild, Gämsen, Murmeltiere, Auerwild, den Spielhahn, Hasen, Füchse. Also es ist ein recht umfangreiches Angebot hier und kommt bei unseren Leuten eigentlich recht gut an. Auf Wunsch, wenn es passt, dass es in die Abschusspläne passt, vermitteln wir auch gerne Abschüsse auf die diversen Wildkategorien.